Endlich wieder Schweden. Nachdem wir drei im letzten Jahr in Südschweden waren, 2 Wochen, und es uns so gut gefallen hat, haben wir beschlossen, das in diesem Jahr noch zu verbessern. So sind wir bis in den Norden von Schweden gefahren, haben die tolle Natur in Schweden erleben dürfen, sehr schöne Sonnenuntergänge und Landschaften, bei kalten Temperaturen und leichtem Schneetreiben zum Stekenjokkpass. Dieses schöne Foto haben wir am 6.6.2023 aufgenommen. Wir haben wunderschöne Wasserfälle gesehen, haben die Höga Kusten erklommen, bei dem Wetter eine schweißtreibende Angelegenheit. Und die tolle Aussicht genossen. Leider gab es einen Zwischenfall mit einem fliegenden Ei. Die Markise wollte nicht mehr eingefahren werden. Alles halb so schlimm. Alles überstrahlt von der schönen Landschaft, der netten Leuten. Ja, bleibt dabei. 4 Wochen durch Schweden. 5200 Kilometer inklusive An- und Abfahrt. Denn es lohnt sich. Der erste Stopp war noch in Deutschland, Rendsburg. Nach einer irrsinnig langen Fahrt mit ganz vielen Staus, alleine eine Stunde standen wir vor dem Elbtunnel. Ja, war mächtig was los an diesem Wochenende. Hat wohl noch einige die Idee, sind wir am Café Eiderblick angekommen in Rendsburg. Obwohl gerade umgebaut wurde, sind wir sehr gerne am Eiderblick. Ja, die Eider ist mit 188 Kilometer der längste Fluss Schleswig-Holsteins. Hier ist es schön ruhig und man kann gut spazieren gehen und ist trotzdem sehr nah an der Stadt und am NOK. Der NOK mit seinen ca. 100 Kilometer Längen ist 1895 eröffnet worden und mit 30.000 Schiffsbewegungen einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Er verbindet die Nord- und Ostsee. Nicht nur die großen Pötte fahren hier lang, sondern es wird auch gern von den Freizeitschippern gerne genutzt. Ja, für uns am Ufer ist immer was zu sehen. Wir haben uns auf der längsten Bank Deutschlands gemütlich gemacht, 575 Meter lang. Man kann nicht nur durch einen Tunnel oder mit einer Fähre über den Kanal. Durch den Bau des NOKs wurden die Gemeinden Oster-Rhönfeld und Rendsburg getrennt. Diese Schwebefähre löste das Problem. Ja, ist echt ein Abstecher wert auf jeden Fall. 4 Autos und 100 Fußgänger können über den 135 Meter breiten Nord-Ostsee-Kanal gesetzt werden. Wir haben diese schönen Aufnahmen vom Wohnmobilstellplatz im Hafen gemacht. Hier steht man natürlich teilweise in der ersten Reihe, aber es ist natürlich auch deutlich lauter durch die kleinen Züge, die da oben fahren, und dem Hafenbetrieb. Der Blick auf den Wohnmobilstellplatz zeigt, man steht wirklich am Kanal, aber man sieht auch den Hafen und das rege Treiben kann man sich dann auch vorstellen. Rendsburg selber, ein schönes Städtchen, das immer einen Abstecher lohnt. Also wir fühlen uns da immer ganz wohl und gut aufgehoben. Unser nächster Halt ist in Dänemark in Flauenskjold. Es ist ca. 7 Kilometer von der I45 entfernt. Man muss schon genau schauen, sonst übersieht man leicht die Einfahrt. Der Stellplatz bietet ausreichend Platz, auch für große Wohnmobile. Man steht dort auf Wiese
Fähr- und Entsorgung ist auch vorhanden, ebenso auch Strom. Ein Sanitärgebäude mit einer Dusche und einer Toilette sowie einer Spülküche sind auch vorhanden. Die Bezahlung erfolgt mit Bargeld. An der Information liegen dafür Briefumschläge aus und wir haben auch mit Euro bezahlen können. Circa 100 Meter entfernt vom Stellplatz ist ein Supermarkt, hier bekommt man auch frische Brötchen. Auf dem Weg nach Friedrichshafen ist es eine gute Übernachtungsmöglichkeit und Gaia konnte sich nochmal richtig austoben, bevor es dann auf die Fähre geht. Die wenigen Kilometer nach Friedrichshafen waren schnell gefahren. Wir haben unterwegs noch einen Tankstopp eingelegt und dann sollte es mit der Fähre in 3 Stunden 50 nach Göteborg gehen. Da wir relativ früh da waren, hatten wir noch genügend Zeit, uns alles anzugucken. Ja, mit den Gasflaschen nehmen die es ziemlich genau da bei der Überfahrt. Und hier die Einfahrt in den Bauch des Schiffes. Mal ein bisschen länger gezeigt für alle, die es noch nicht so oft gemacht haben. Ist aufregend, aber es ist machbar. Geht hier so eine Rampe rauf, eine relativ steile. Und hier fahren wir seitlich ins Schiff ein. Wie wir gleich sehen können, gibt es hier, ja, ich meine schon was Besonderes. Ein Teil der Fahrzeuge wird einfach unter die Decke gezogen. Aufgrund unserer Höhe fahren wir natürlich dran vorbei. Müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu weit nach rechts kommen, aber der Einweiser hilft. So kommen wir dann in die Pole Position, ganz nach vorne, hinter uns Motorräder und jede Menge Autos. Schnell noch das Deck gemerkt. Dann ging es über steile Treppen zu unserem Platz. Kann man extra mit Tier buchen da oben, hat genügend Platz. Und 3 Stunden 50 kann man gut aushalten. Das Schiff selber ist jetzt nicht top modern, aber ja, für die paar Minuten ist das durchaus okay. Man kann was zu essen und zu trinken kaufen. Toiletten sind da. Bei den Getränken machen die Schweden und Dänen natürlich regen Gebrauch. Was einigen nachher am Zoll zum Verhängnis wurde. Wir sind schnell in Göteborg angekommen. Durch den Zoll war kein Problem, aber der Hundepass wurde kontrolliert. Göteborg, eine der großen Straßen oder großen Städte in Schweden. Mit vielen Straßen, ganz vielen Autos. Ja, mir macht es da keinen besonderen Spaß zu fahren. Also nur schnell durch und dann zu unserem nächsten Ziel. Unser erster Stopp in Schweden war der Stellplatz Kloster Marina in Uddevalla am Dragsmarksfjord. Die Straße zum Stellplatz wurde neu gemacht und so ging es erst einmal sehr langsam voran. Ab hier ging es dann leider nur einspurig weiter und wir mussten dann ca. 25 Minuten warten, bis wir die letzten 600 Meter zum Stellplatz fahren konnten. Der Stellplatz hat 21 Stellplätze und 14 davon mit Strom. Man steht unterhalb einer sehr imposanten hohen Felswand. Toiletten, Duschen, Müllentsorgung, Wasserauffüllung und Latrinenentleerung ist vorhanden. Für die Grauwasserentleerung fährt man nochmal ca. 300 Meter weiter. Wir waren nur eine Nacht da, aber der Sonnenuntergang war schon atemberaubend schön. Am nächsten Morgen ging es weiter. Unser Ziel war Haveryd. Schaut euch mal diese Seenlandschaft an. Das Tor zu Dalsland hat allerhand zu bieten und für Technikfreunde kommt ein absoluter Hammer. Es gibt 2 Stellplätze und einen Campingplatz. Wir waren auf dem Campingplatz, dazu aber gleich mehr. Das ist das Sanitärgebäude, alles gut vorhanden, sehr großzügige Fähr- und Entsorgung. Jetzt rechts schwenken wir über den einen Stellplatz. Ja, auch nicht schlecht, aber der hat einen riesen Nachteil. Ab 4 Uhr gab es da keine Sonne mehr.
durfte man im Schatten sitzen. Wir schwenken einmal mit der Kamera weiter. Da eine interessante Brücke, dahinter noch ein interessanteres Schiff. Um diesen schönen See haben wir eine ca. 10 Kilometer lange Wanderung später mal gemacht, am nächsten Tag. Wir sind also auch 2 Nächte geblieben. Hier ein Bild von unserem Stellplatz. Immer da, wo geschottert war, sollten die Fahrzeuge stehen. Da vorne ausreichend große Grasfläche. Kleine Besonderheit, die Stromsäulen stehen hinter den Fahrzeugen. Das Tolle an diesem Platz oder Stellplatz ist, er liegt an meinem Aquädukt aus dem Jahre 1868. Und hier kreuzt sich eine Wasserstraße, eine Eisenbahnbrücke und der Autoverkehr wird auch noch dazu rübergeleitet. Ja, klasse. Hier liegt die Daslandia, ein Nachbau wahrscheinlich einer der ersten Schiffe. Die sieht zwar nicht mehr ganz taufrisch aus, ist aber erst 1973 gebaut worden. Das Schwesterschiff davon, das hier auch noch fährt, ist aus dem Jahre 1896, glaube ich. Ja, überall Hinweisschilder und hier dieser Niels Eriksson, das war der Ingenieur, der das Problem gelöst hat. Ja, wir haben interessierten Zuhörerinnen oder Zuhörer, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist wirklich so wie eine kleine Zeitreise, wenn man da das Schiffchen und die Schleusen sieht. Die Wasserstraße, die da durch den Berg und teilweise über den Berg gelegt wurde, hatte sicherlich mal wirtschaftlichen großen Nutzen. Verbindung der einzelnen Seen. Heute ist es ein touristisches Magnet und mir oder uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Wir können jeden nur empfehlen, wenn ihr da mal in der Ecke seid, macht einen Abstecher dahin. Also wir waren Ende Mai da, es war sehr leer, aber sehr schön. Der Blick in die Schleusenkammern lässt vermuten, mit welchen Mitteln die damals hier in den Fels sich reingegraben haben oder gesprengt haben. Wasser rauscht ein bisschen, macht die ganze Sache auch noch ein bisschen schöner. Ja, wenn man ganz oben ist, dann wird es noch interessanter. Hier ganz oben musste nämlich noch eine Schlucht überwunden werden. Und haben dann hier oben einfach über die Schlucht, ja, ich sag mal, einen Trog gelegt. Aus Stahlblechen versteift mit 33.000 Nieten, von der angeblich bis heute noch keine gewechselt worden ist. Ja, und durch diesen Trog fahren die Schiffe, jetzt immer noch die Touristenschiffe, bestimmt da ein aufregendes Gefühl, nach unten geht es, weiß ich nicht, 30 Meter. Oben drüber fahren Züge und die Straße. Ingenieurleistung vom Feinsten. Ja, da sieht man staunende Touristen. Das ist das Museum zu der Anlage. Und noch ein Blick in die Schleusenkammer. Und dann geht's gleich weiter. Ja, ihr Lieben, vielleicht denkt ihr, meine Güte, menschenleer. Die Lieben von meinem Womo, Claudia und Michael, stehen morgen schon um 5 Uhr auf, um hier die Videos zu machen. Nein, wir machen uns wirklich viel Arbeit und es macht uns auch Freude. Und deshalb freuen wir uns, wenn ihr einen Daumen hoch oder ein Abo da lasst oder mal ein nettes Wort in die Kommentare reinschreibt. Aber hier in Schweden ist es so, 12. Juni bis 26. August, da ist hier die Hauptsaison. Und da wird wahrscheinlich abends hier auch um 20 Uhr, haben wir jetzt, nicht so leer sein, sondern da werden wohl ein paar mehr Leute unterwegs sein.
Der Campingplatz und der Stellplatz ist vielleicht zu einem Viertel belegt. Also hier 31. Mai 23, wir können sagen, Platz war auf jeden Fall da, jede Menge. Und wer nach Schweden will, diese Reisezeit, wettermäßig bis jetzt sind wir sehr zufrieden, können wir auf jeden Fall empfehlen. Und wenn wir nochmal einen Schwenk hier über den See machen, einfach wunderbar, da vorne so ein kleiner Pavillon. Die Leute haben sich hier schon wirklich schöne Ecken eingerichtet. Sieht toll aus in dem Abendlicht, kann man ja sagen. 20 Uhr, kann man schon Abendlicht sagen. Am Abend zur magischen Stunde natürlich Fotomotive vom Feinsten. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ein bleibendes Erlebnis. Am nächsten Tag ging es dann zu Fuß auf den schon angekündigten Weg um den See. Blaues Wasser, Sonnenschein, angenehme Temperaturen. In Deutschland war es schon richtig heiß, aber hier war es angenehm, vielleicht auch durch das viele Wasser, was so ringsrum war. Für Schweden typisch, öffentliche Badestellen. Da wurde die Plattform mit einer Leiter in den See rein, für jedermann zu nutzen. Willkommen in Apperud. Ja, da gibt es den Pilgerweg und dazu die passende Geschichte in Englisch und in Deutsch. Hier gab es auch eine kleinere Schleuse, die auch sehr schön anzuschauen war. Ein Hinweis nach Sibirien. Hoffentlich haben wir uns nicht verlaufen. Ja, und wieder angekommen. Und jetzt geht's gleich schon wieder weiter. Unser nächster Halt ist unterhalb von Karlstad am Fennern. Gettingberget ist ein Strand in Schweden und liegt in der Nähe von Hammerö. Es ist ein kleiner, kostenfreier Stellplatz mitten im Wald. Gegenüber des Stellplatzes ist eine Badebucht und ein Pkw-Parkplatz. Am Platz gibt es ein Toilettenhäuschen mit zwei Toiletten, eine ist behindertengerecht mit Wickeltisch, Müllentsorgung ist auch vorhanden. Es gibt schöne Wanderwege mit herrlichen Rastplätzen. Festes Schuhwerk ist hier unbedingt zu empfehlen. Auf dem ersten Stück durch den Wald hatten wir richtig viele Mücken. Am Wasser waren die Mücken zum Glück alle wieder weg. Der Fennern ist 75 Kilometer breit und 140 Kilometer lang und ist Schwedens größter See. Fährt man einmal um den See herum, liegt man ca. 400 bis 500 Kilometer zurück, je nachdem, wie man fährt. In Schweden findet man häufig richtig schöne Grillplätze oder Feuerstellen, die sogar mit Tischen und Bänken ausgestattet sind. Wir haben einen super schönen Tag am Fennern verbracht und hatten auch eine sehr angenehme und ruhige Nacht. Da wir noch weiter in den Norden wollten, ging es dann schon am nächsten Tag weiter. Der See ist nicht nur groß, der ist sogar großartig und man sollte den mal besuchen, wenn man oben in Schweden ist.
Aber wir wollten ja weiter nach Norden zum Wildmarkswägen. Schneebedeckte Berge, ein gesperrter Pass. Kommt doch mit und freut euch auf ein paar kühlere Seiten von Schweden, aber trotzdem wunderschön. Wir laden euch ganz herzlich ein und kommt mit uns auf den nächsten Teil in den Norden Schwedens. Wenn ihr uns ein Abo gebt, verpasst ihr garantiert nichts, aber auch so freuen wir uns, wenn ihr mitkommt.